nochmal, ihr lieben Freunde. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Und zwar ganz vorne. Warum bewege ich mich wie ein 66, 70, 80-Jähriger mit schwerster Arthrose? Ich habe vor knapp 3 Tagen einen Bandscheibenvorfall gehabt. Im Lendenwirbelbereich. LWS, Lendenwirbelsäule, Bandscheibe. Tja, wobei ist das passiert? Viele werden jetzt sagen, David, zu hart trainiert, doch zu viel gemacht. Nein, ich habe ganz normal an dem Tag meine 2 Einheiten ganz normal durchgezogen, ganz normales Training gehabt und war auch alles cool. Hatte ja schon vor, ich glaube, 2 Wochen schon ein Video gedreht, wo ich untere Rückenschmerzen hatte. Also das heißt, ich hatte gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Hat sich halt über die Wochen jetzt immer mal einen Tag mehr, einen Tag weniger. Aber irgendwie habe ich mal das Gefühl gehabt, durchs Training wird es besser. So, war dem auch so. Und vor 3 Tagen bin ich dann mit meiner ganz kleinen Tochter auf dem Spielplatz gewesen und habe dann mit ihr rumgetobt, habe sie geworfen, habe mit ihr gekuschelt, habe sie nachher ja, 45 Minuten lang durch den Park einseitig getragen und hatte irre Schmerzen, als ich dann nach Hause kam. Und am nächsten Morgen konnte ich nicht aufstehen. Seitdem begleiten mich in der Nacht ungefähr so 2 Stunden Schlaf. Mehr sind es inzwischen nicht mehr. Was natürlich jetzt erstmal ist, akut wird natürlich jetzt in der ganzen Zeit erstmal natürlich mit Schmerzmitteln ein bisschen gearbeitet, wobei ich da sehr auf pflanzlicher Basis arbeite, weil ich immer von der ganzen Chemie und so nicht viel halte und mache natürlich jetzt auch schon ein paar Gymnastik, besser gesagt Reha-Übungen für den unteren Rücken, denn es ist ganz wichtig, dass man nicht jetzt resigniert, dass man jetzt trotzdem weiter bleibt, am Ball bleibt und den Rücken schön in Form hält und auch die innere Tiefenmuskulatur jetzt ein wenig trainiert, damit sich das Ganze auch strecken und auch entlasten kann. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich kriege gerade eine Nachricht, mal kurz abchecken, irgendwas Wichtiges. Nein. Und so viel mal zu meinem Rücken. So, ihr habt aber gesehen, trotzdem nach 3 Tagen Bandscheibenvorfall, Lendenwirbelbereich, ich kann schon wieder zur Post. Seht ihr aber, danach muss ich mich mal kurz hinlegen, denn es tut weh. Ich sage euch und ich verspreche euch, auch mit Bandscheibenvorfall, gebt mir 6 Wochen und ich bin wieder der Alte. Ja, also ich mache jetzt ungefähr 4-5 Einheiten diese Krankengymnastik. Erstmal ruhe ich natürlich auch viel aus, aber wie gesagt, ich bin auch nicht derjenige, der zu Hause einfach gar nichts dann tut, sondern ich versuche trotzdem kleine Spaziergänge zu machen und halt einfach auch dieses Trauma zu überwinden. Also quasi diesen Schmerz, keine Hoffnung zu geben, dass er jetzt bleibt. So, ich habe ein Paket abgeholt, dazu kommen wir gleich. Jetzt haben viele gesehen, hey David, da ist ein neues Tattoo. Ja, ist ein neues Tattoo. Und zwar, viele, die mich bei Facebook verfolgen, haben da schon einen Text zugesehen. Und zwar, viele fragen mich auch immer nach der Bedeutung eines Tattoos. Das ist jetzt hier sehr auffällig, warum ich das jetzt schon gleich vorweg mache. Und zwar, bei diesem Tattoo steht Sophia drauf. Sophia ist der Name meiner kleinsten Tochter, hier auch das Geburtsdatum. Und warum habe ich das gerade auf die Hand machen lassen? Ganz einfach, weil diese Faust, ja, seit über 30 Jahren massiv als Faust geballt ist und zugeschlagen hat. Und nicht nur in Pratzen, nicht nur in Sandsäcken, ihr kennt meine Vergangenheit, auch in nicht so schönen Sachen. Und heute erinnert mich das daran, sobald ich die Faust zumache, ja, auch durch Zorn und Wut, musste ich immer eine Situation sein, die auf der Straße passiert, aber sobald ich die Faust zumache und ich sie vor mir halte, erinnert mich das hier ganz stark an meine Tochter und die wacht jetzt so ein bisschen über mich und zeigt mir, dass meine Faust auch eine schöne Seite hat und vielleicht sie sich wieder öffnet dadurch. Ja, hat also einen sehr, sehr großen philosophischen Hintergrund, seht ihr schon. Diejenigen, die es jetzt nicht verstanden haben, was heißt wieder öffnen, das heißt, das symbolisiert den Krieg, das symbolisiert den Frieden. Meine Faust erinnert mich daran jetzt durch den Namen meiner Tochter, dass der Frieden, weil Familie ist für mich Frieden, wichtiger ist und ich vielleicht die Faust wieder entspanne und sage, komm, lass doch. So viel dazu, aber jetzt machen wir das Paket auf. So, mal kurz in die Tasche greifen, zack. Und los. Obramo, genauso wie hier. Obramo, klar. So, und zwar heute, genau heute, jetzt kommt das Video online, und heute könnt ihr im Obramo Shop persönlich vorbeikommen und ihr habt die einmalige Gelegenheit dort, wenn ihr etwas kauft, ja, Obramo ist ja mein Partner, wisst ihr ja schon, da kommen wir gleich zu, wenn ihr etwas kauft, hier so ein mega geil Patch zu bekommen. Was ist ein Patch? Ganz einfach, wenn man zum Beispiel es kennt, auf einer Jacke, dann hat man hinten so eine Art Klett, ja, kann man einnähen, wupp, hier seht ihr, und dann macht ihr es drauf und wupp, hättet ihr jetzt in dem Fall das richtig miese geile
SWS-Logo. Also wie ihr seht, richtig, richtig nice. Nice to have. Also ich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, es zu haben. Und richtig cool, ist gummiert, ist aus Gummi halt, wie gesagt. Und ja, ist wie gesagt, richtig, richtig cool. So, was haben wir hier noch? Aber wie gesagt, da müsst ihr denn heute in den Shop, noch heute zu Bramo. Und die kriegt ihr dann umsonst mit. Oder ihr kauft so einen selbst, kriegt ihr natürlich auch. Was haben wir hier noch? Ganz einfach. Und zwar, ihr wisst ja, 5.11, ja. Ihr seht so, ich bin ja auch gerade immer gerne so im Army-Style. Oh, mein Rücken. Hab hier auch meine Schuhe von 5.11 und hier gibt es jetzt von 5.11 eine neue Tactical-Hose. Denn ihr fragt ja auch immer, David, wo hast du deine Klamotten her? Wo kann man die kaufen? Und ja, mein Sponsor Obramo, da mein Partner, da habe ich meine Klamotten her. Damit ist die Frage auch, glaube ich, geklärt. Ach, bevor ich das vergesse, und zwar, ihr wolltet bestimmt auch nochmal sehen, wie die Hose überhaupt aussieht, wenn man sie anhat. Und ja, das will ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz zeigen. Ach, ihr seht, hier sitzt einfach perfekt, ja. Ist genau so diese Art von Hosen, die ich liebe. Und man kann damit auch richtig geil kicken. Das werdet ihr aber allerdings erst sehen, wenn ich wieder ready dazu bin. Und passt halt einfach perfekt zu meiner eigenen Kollektion. Kampfkunst Lifestyle, 5.11 Hose, taktischer Nahkampf, SWS, perfekt. Alles klar, ihr Lieben. Jetzt aber wirklich, haut rein und bis morgen. Glaub mir, ich kenn das, wenn man nix weiter sagt, weil das Leben einen zu Boden zieht, wie Mixed Martial Arts. Wir sind Menschen, die hustlen, kämpfen wie Russell, eine Real-Life-Story mehr. Und wir brennen wie eine Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns einen Rat gegen komische Menschen, die uns zu nah treten? Auf jeden Schläger, die hart sind, wollen noch einen drauflegen, drauftreten, immer auf Schwächere, die sich auf...